Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flowers. Heute starte ich meinen Monatsvlog hier im Auto. Wir haben heute sehr, sehr viel vor. Es wird höchstwahrscheinlich ein Umzugs-Vlog-Video sein. Deswegen fange ich auch direkt mit dem ersten Tag an. Wir werden nämlich zum ersten Mal nach der Besichtigung nochmal in die Wohnung gehen und Maßstab haben wir vergessen. Wir wollten messen, Yasin. Ja, dann gehst du. Okay, ich muss Maßstab von oben wieder nochmal holen. Ja, wir werden die Wohnung abmessen und dann, wenn wir Zeit haben, auch nach einer Küchenplatte im Baumarkt suchen, aussuchen. Vielleicht finde ich ja das, was ich suche. Ich habe nämlich etwas in Holz gefunden, in Pinterest. Naja, ich muss mal kurz wieder nach oben und Maßstab holen. Was zum Schreiben habe ich auch jetzt noch, aber voll aus der Puste. Okay, ich habe unseren Maßstab von oben vom Haus wieder geholt. Und jetzt können wir eigentlich fahren lassen. Spielst du gerade? Ja, wir haben, also geplant ist für heute Küchenplatte zu suchen, inshallah zu finden. Danach, ich möchte so ein Mustertapete haben und ich bin mir sicher, das finde ich nicht einfach so. Höchstwahrscheinlich muss man das bestellen oder in einem Katalog muss man suchen. Auch das haben wir heute vor. Ja, das Wichtigste ist, dass wir aber heute die Wohnung abmessen wollen. Und es könnte sogar sein, inshallah, dass wir die Schlüssel sogar heute schon bekommen, dass wir dann eine Woche vorher, oder nicht mal eine Woche, jetzt 5 Tage, heute ist der 29., nee, 3 Tage vorher, würde super klappen, wenn die uns einen Schlüssel geben würden, dann würden wir nämlich direkt mit dem Umziehen anfangen, mit dem Umzug. Ja, ich zeige euch, falls wir das alles machen werden, nehme ich euch einfach jetzt mit. Wir haben wirklich die Schlüssel heute bekommen. Wir können jetzt in der Ruhe abmessen. Ich freue mich gerade. Ja, und dann müssen wir sofort zum Baumarkt. Ich fange mal sofort mit der Arbeit an. Okay Mädels, ich habe mich gestern nicht wirklich melden können, weil wir waren in vielen verschiedenen Möbelzentren oder im Baumhaus. Ich sehe gerade Katastrophe aus, ich weiß, aber ihr müsstet mal die Wohnung sehen. Die sieht viel, viel schlimmer aus als ich. Ich habe gerade mein Kopftuch immer gebunden, weil wir gerade immer einige Artikel hier bei eBay verkauft haben. Ich zeige euch mal die Sachen, was wir alles schon verkauft haben. Ihr könnt auch sehen, so sieht das gerade aus. Ja, wir haben jetzt komplett beide Schuhschränke hier, Moment, verkauft. Hier hatte ich einen Schuhschrank. Diejenigen, die meine Lookbooks gesehen haben, die ich damals immer hier gedreht habe, wissen, was ich meine. Das alles ist schon weg. Viele Sachen habe ich schon auch verkaufen können. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Aber es sind noch einige Sachen, die ich verkaufen möchte. Mal schauen. Und hier sind die Schuhe. Es ist sehr, sehr chaotisch, Leute. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Genau, wir haben genau heute, also heute nicht mehr so lange, heute sind wir die ganze Zeit hier bei den Wäschen, also hier im Schlafzimmer gewesen. Und das haben wir nicht mal ganz geschafft, aber ich habe noch Zeit. Ich zeige euch mal so einen Trick, wie ich meine Kleider eingepackt habe, damit das später in dem neuen Haus etwas leichter wird. Und ja, dann werde ich morgen die Küche machen müssen. Wir müssen die Küche machen. Ich könnte nichts alleine machen. Das ist so viel. Ja, wie gesagt, ich habe gar nicht so lange Zeit. Wir haben nur Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag müssen wir schon raus. Ja, wir haben jetzt, heute ist Donnerstag und für heute haben wir jetzt nur unseren Kleiderschrank ausgemistet. Und jetzt muss ich mein... Schminktisch ausmisten. Ich möchte auch meinen Schminktisch auch bei eBay reinstellen. Danach noch eine Kommode nebenan, wo meine Taschen sind. Muss ich auch aussortieren, möchte ich auch bei eBay verkaufen. Ja, und dann habe ich morgen ist dann Freitag, morgen wollen wir die ganze Küche machen, also die Schubladen alles sauber machen und dann, ja, die Küche allgemein möchten wir nämlich mitnehmen. Ja, das muss aber so schön clean sein und leer sein, damit wir das überhaupt transportieren können. Und ja, wir müssen eine neue Platte, wie gesagt, die neue Platte habe ich gestern eigentlich ausgesucht, aber ja, wir hatten keine Zeit.
es zu filmen. Ich muss eh nochmal dahin. Wir haben es nämlich nicht gekauft, wir haben es nur ausgesucht. Und ich würde euch das auch im Laufe des Videos höchstwahrscheinlich zeigen. Und dann habe ich noch Samstag und Sonntag Zeit. Da würde ich Wohnzimmer machen müssen und hier unser Arbeitszimmer. Ich glaube, beim Arbeitszimmer brauche ich am meisten Zeit, weil da sind meine ganzen Unikram, Papierkram, Sachen. Ja, jetzt sollte ich mal langsam weitermachen. Jasen ist kurz einen Sprinter abholen gegangen, damit wir die einige Sachen, die wir schon sortiert haben, schon liefern können. Also, ja, in die neue Wohnung transportieren können, nenne ich mal so. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich allgemein meine ganzen Kleider vom Haken genommen habe und ja, direkt in eine Mülltüte reingesteckt habe, weil das am Ende viel, viel, viel einfacher sein wird, später wieder einfach aufzuhängen. Ich zeige euch mal, was ich meine. An diejenigen, oh, man sieht das gar nicht, an diejenigen, die bald auch umziehen möchten, wollte ich euch mal als Tipp sowas zeigen. Ich habe die größte Mülltüte geholt. Boah, das sieht echt schlimm aus. Aber ich habe die größte Mülltüte geholt und da habe ich einfach meine Kleider, seht ihr, von der Stange runtergeholt und direkt auch so zusammengebunden, sodass ich später in der neuen Wohnung nur das aufhängen muss. Das habe ich jetzt bei allen so gemacht, seht ihr, sodass es gleich nur noch ganz einfach sein wird, wenn wir das jetzt in die neue Wohnung transportieren, nur noch aufhängen. Also für diejenigen, die auch bald umziehen werden, sollte das so eine Idee mal sein. Was ich gefunden habe, mein Ehering, also tic-tac-toe-boom-boom, boah, ich bin so glücklich, Leute, ich liebe es. Ich hatte es genau 4 Jahre nicht gefunden, war aber einfach hier im Schrank. Hier hatte ich so eine Schminkschublade und da drunter war es. Jetzt habe ich das über eBay ganz kurz verkauft. Aber ich bin so glücklich, Leute, dass ich das gefunden habe. Ich dachte, ich habe das verloren. Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Schaut euch das alles an. Ganz normal, wir ziehen um. Ich habe schon alles entleert, Leute. Meine ganzen Schränke werde ich mitnehmen, aber hier die ganzen Türschränke habe ich jetzt bei eBay auch reingestellt, weil ich die nicht mehr haben möchte. Ja, ihr seht, ich habe schon alles schön leer geräumt. Das wird aber weggeschmissen. Der Inhalt wird sich ein bisschen ändern, aber ja, Rahmen und sonst, das alles kommt noch mit. Aber seht ihr, das muss ich alles erneuern. Wird hoffentlich nicht so ganz teuer. Mal schauen. Einige Stunden später und der Verkauf auf eBay geht weiter. Unter anderem habe ich jetzt meinen Standspiegel verkauft, der aus IKEA, und wollte meinen letzten, allerletzten OTD vor dem Spiegel machen. Ich werde es vermissen. Inshallah, hoffentlich kaufe ich mir schönere, die passend jetzt zu dem neuen Konzept sind. Ciao, Spiegel. Oh, kommen wir zu dem Outfit. No Schminke. Schwarzkopftuch. Und das ist hier der Zweiteiler von Modernista, den ich euch gezeigt hatte, den ich aus Sale hatte. Aber die Hose habe ich geändert. Die hatte eine etwas, meiner Meinung nach, schlechtere Hose, dessen Bund eh mir nicht so ganz gepasst hatte, der mir zu groß war und zu lang war. Ich habe jetzt einfach eine Hose an, das ist eigentlich meine Pyjama-Hose von H&M. Voila, Outfit of the Day. Und jetzt muss ich weiter arbeiten und jede Minute könnte jemand klingeln. Und auch hier diese Hocke habe ich verkauft, Spiegel verkauft, vieles habe ich einfach doch sehr gut verkaufen können. Hallo Mädels, noch sind wir in der alten Wohnung, auch das habe ich eBay Kleinanzeige reingestellt. Wir werden jetzt ganz schnell zum Baumarkt fahren. Ich wollte mir eine Tapete kaufen für den Flur, nur für eine Wand. Und ja, dann wollte ich auch eine Farbe kaufen für mein Schlafzimmer. Die Farbe weiß ich schon eigentlich, was ich haben möchte, wird ganz schnell gehen. Aber bei der Tapete wird das ein bisschen problematisch sein, weil ich weiß gar nicht genau, was ich möchte. Das kann sein, dass ich das heute gar nicht finden werde. Aber sonst, ja, dann müssen wir wieder nach Hause, also hier nach oben. Und ja, einige Kartons wieder weiterpacken und dann ist schon Iftar. Und ich bin verdurstet wegen dem ganzen Hin- und Hertragen. Aber unser Bett und unser Bett ist schon in der neuen Wohnung. Das ist schon Fortschritt, nenne ich mal so. Weil das war das Schwierigste, weil wir so ein Riesenbett hatten, so ein
Boxspringbett heißen die, glaube ich. Aber naja, ich muss jetzt mich beeilen. Wir werden zum Baumarkt gehen. Falls ich da Zeit habe, werde ich euch die Sachen mal zeigen, die ich kaufen werde. Okay, ich suche mir gerade Tapeten aus für den Flur. Ich wollte was so ein bisschen tropisches, botanisches haben. Moment, vielleicht ist hier was. Nee. So Pflanzen, vielleicht sogar auch Monsterpflanzen, die wären super toll. Sowas aber nicht etwas schlichter. Ja, sowas, aber nicht in Blau, sondern in Grün. Das ist wunderschön. Schaut mal, Äffchen ist auch drauf. Boah, im Flur sieht das bestimmt mit einem goldenen Spiegel super aus. Okay, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Eine Tapete haben wir jetzt nicht gekauft, aber ja, wir haben eine Farbe fürs Wohnzimmer gekauft. Ich habe so einen Grünton. Ich habe es vergessen, euch zu zeigen, weil ich jetzt nicht keine Zeit. Heute ist der letzte Tag, die letzten paar Minuten hier in der Wohnung. Wir sind auch komplett fertig eigentlich, nur noch ganz wenig Krimskrams ist da drin. Die Küche ist leer, alles ist leer eigentlich. Wir sind, Alhamdulillah, schon fertig. Ihr seht, so dementsprechend sehe ich auch aus. Seit Tagen dieselben Kleider beinahe und ja, ich fühle mich richtig ekelhaft. Ich freue mich in die neue Wohnung, aber da erwartet mich doppelt so viel Arbeit. Deswegen freue ich mich in Maßen. Ja, jetzt werden wir was essen gehen. Gleich ist Iftar. Ich bin, wie ihr auch bestimmt, hungrig. Ich freue mich jetzt, dass ich das hinter mir habe. Wollte das nur so Bescheid geben. Jetzt sind das die letzten paar Minuten hier in der Wohnung. Dementsprechend sieht es aus. Das ist die Küche. Ja, die letzten Sachen sind auch verkauft. Ich habe nur noch meinen Schminktisch, was hier ist. Sonst habe ich alles Alhamdulillah verkaufen können. Guten Morgen! Heute ist ein sehr schöner Tag. Wir haben heute Bayram. Dennoch muss ich zur Arbeit. Wir haben gerade 6 Uhr. Aber ich bin ganz glücklich und wollte euch hier sagen: Eid Mubarak. Bayram Mubarak olsun arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ich selber werde leider dieses Jahr kein so toll Eidfest haben, weil ich habe mich jetzt nicht wirklich so vorbereitet wie jedes Jahr. Jedes Jahr hatten wir für jeden solche individuelle kleine Geschenke gemacht, aber ja, dieses Jahr ist es, glaube ich, in der Küche nicht zumutbar, da wir eben jetzt keine Küche mehr haben. Ja, die muss noch aufgebaut werden, aber trotzdem, das Wetter ist stimmt. Ja, ich freue mich einfach auf den Tag. Ich werde meine Familie sehen. Wir werden zu seiner Familie gehen. Ja, ich wünsche euch ein super schönes Fest. Wir sind jetzt beide aus der Arbeit raus und werden kurz bei Eckchen einige Kleinigkeiten kaufen. Normalerweise, wie gesagt, machen wir so schon uns mehr Mühe und ja, basteln und backen einige Sachen für Bayram. Aber wegen dem Umzug ist das jetzt nicht so ganz machbar gewesen. Deswegen werden wir ja, in Action einige Süßigkeiten einfach kaufen, damit wir jetzt nicht mit leeren Händen da sind und den Kindern einige Kleinigkeiten als Geschenk, damit die wirklich fühlen, dass es Bayram ist und von jedem beschenkt werden. Und ich finde allgemein, Kindern sollte man, also ich selber als Kind habe mich nicht wirklich für Geld gefreut, sondern für Spielsachen und deswegen werde ich auch für meinen Bruder und für meinen Neffen, glaube ich, ein Auto kaufen oder so, mal schauen, was ich finde. Und eine Kälte. Ja.
Hallo, ich habe mich lange nicht gemeldet. Wir suchen gerade hier im Mediamarkt passenden Herd und Backofen. Wir wollen etwas haben, was sich von sich selber reinigt. Pyrolyse heißt das, glaube ich. Und einen Induktionsherd wollen wir haben, weil wir jetzt keins hatten. Und ja, irgendwie die Reinigung war mir jetzt nicht so ganz geheuer. Nein, die Reinigung hat mir nicht wirklich gefallen. Ja, wir haben uns jetzt gerade bei einem Siemens hier bei dem hier. Ich zeige euch das mal. Ja, hier für den hier entschieden, weil der hier eine Selbstreinigung P hat. Und ja, unser Ceranfeld ist ganz, ganz okay. Es ist auch ganz günstig. Wir haben jetzt etwas, was normalerweise fast 1.000 € kostet, nur für 650 € bekommen. Vielleicht kriegen wir den sogar günstiger. Aber sonst gefällt mir eigentlich alles. Mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hey Mädels! Wie geht's? Ich war gerade bei IKEA, wir haben unsere Sachen gekauft, unseren Herd haben wir auch jetzt gekauft. Jetzt habe ich zwischen zwei Terminen einfach frei gehabt und wollte mir Griffe für die, oder Knöpfe eher gesagt, für die Küche suchen. Aber ich finde keine. Hier bei Zara behauptet man ja, dass die schönsten Griffe dort sein sollen. Ich selber habe jetzt keine wirklich super toll gefunden. Da sind einige, die sind okay. Aber ich finde, ich denke, dass ich schönere finden kann. Jetzt bin ich gerade bei TK Maxx und da habe ich welche gefunden, aber die gibt es jetzt von der Anzahl her zu wenige. Also ich brauche 6 Stück. Am meisten hat mir aber hier die beiden gefallen, und zwar einmal der hier ist super schön, den brauche ich aber in 6 und 2 würden hier fehlen. Hier genauso 2 würden fehlen. Hier sind 6 Stück, aber ich finde die nicht so ganz toll. Hier genauso, da würden mir auch welche fehlen und ich glaube, die Form finde ich jetzt doch nicht so toll. Die beiden kämen überhaupt in Frage. Aber ich muss mal schauen, ob ich in anderen TK-Mix-Stores hier passend was dazu finde. Sonst finde ich das sehr schön. Das ist so ein bisschen orientalisch und das ist so, ja, das würde auch sehr schön in meine neue Küche passen. Ja, sonst an Auswahl hat man hier bei TK Maxx, finde ich, erheblich mehr als bei Zara zum Beispiel. Die finde ich auch sehr schön. Schaut mal. Aber passt jetzt gerade zu meiner Küche gar nicht. Was haben wir noch? Also Griffe sind hier viele verschiedene. Den finde ich aber nicht so ganz toll. Ja, zum Beispiel der, wenn das jemandem hier passt. Also bei mir passt das jetzt gar nicht. Aber schaut mal, der ist auch ganz okay, oder? Ja, ich suche einfach weitere. Mal schauen, für welche ich mich entscheiden werde. Aber ich glaube, ich werde einfach die beiden kaufen und versuchen, in einem anderen TK Maxx Store passend welche noch dazu zu finden, weil den finde ich wirklich schön. Jetzt wieder zu Hause. Ich zeige ich euch mal kurz, für welche Knöpfe ich mich jetzt entschieden habe. Und zwar habe ich die von TK Maxx doch noch geholt, in der Hoffnung, dass ich die hier in einem anderen Store auch finde. Die haben nur 6,99 € gekostet. So ein schöner Holzoptik. Aber die fühlen sich eigentlich nicht so ganz hochwertig an, wenn ich ehrlich sein soll. Dann habe ich auch noch für alle Fälle, falls ich die nicht finden sollte, ganz normal goldene geholt, die mir eigentlich nicht wirklich ganz gefallen. Ich fand sie einfach nur schön günstig. 2 Stück haben 4,99 € gekostet. Und ja, bis ich welche finde, die mir wirklich zu 100% gefallen, könnten die es eigentlich schon. Ja, wollte ich euch einfach mal so kurz zeigen. Wir haben jetzt neue Packschränke für unser Schlafzimmer geholt. Wir haben aber noch keine Türen gekauft, da unsere Türen noch abgeholt werden. Wir hatten unsere Türen jeweils alle zusammen für 150 € verkauft und für 150, ich glaube, plus 40 € müssen wir dazu tun, werden wir unsere nächsten Türen kaufen. Morgen müssen wir wieder kurz zu IKEA. Ich glaube, wir werden sehr oft in IKEA sein müssen, weil wir haben jetzt heute nur, wie gesagt, die beiden Packschränke und eine Kommode für mich fürs Schlafzimmer geholt. Und mehr haben wir eigentlich nicht und wir brauchen noch so viel mehr. Ihr merkt gerade sogar bestimmt, dass hier unsere Weltkarte falsch hängt. Alles, was ihr gerade so seht, ist eh nicht geplant oder bleibt nicht so. Sogar meine Pflanze muss später woanders hin. Ich glaube, die ist aber gerade nicht so ganz glücklich. Muss ich mal ändern. Aber sonst, ja, müsste ich es
langsam, aber auch wirklich langsam, langsam angehen, da ich immer jetzt arbeite und vormittags nichts machen kann, bis eigentlich abends. Und wir werden jetzt jeden Abend minimal was machen können. Heute hatten wir den ganzen Tag frei. Guten Morgen. Ich bin jetzt an der Uni. Wir haben 7.30 Uhr und musste eine Klausureinsicht, aber ich habe gemerkt, ich bin eine Stunde zu früh, deswegen werde ich jetzt in der Mensa kurz frühstücken. Und wollte euch hier, da die Mensa hier gerade richtig leer ist, mal Bescheid geben, was ich heute alles vorhabe. Ich möchte, ich habe immer noch eine halbe Stunde bis zur Klausureinsicht. Nach der Klausureinsicht möchte ich direkt nach Köln fahren, also mit dem Zug zu meiner Familie, da ich zweifach Tante geworden bin. Gestern Abend will meine Schwester sehen, will meinen Neffen sehen. Und davor wollte ich aber ihr noch ein Geschenk kaufen, ein Geschenk basteln. Das werde ich euch alles versuchen zu zeigen. Und dann ja, werde ich ins Krankenhaus fahren. Dann muss ich wieder zurück nach Hause. Das wird schon eine lange Fahrt heute hin und her. Aber ich freue mich super, meine Schwester zu sehen. Ja, ich nehme euch dann einfach so mit. Ich zeige euch mal, was für Ideen ich habe, ihr ein Geschenk zu basteln. Es ist jetzt nicht was Spektakuläres, aber falls ihr auch bald jemanden zur Geburt ein Geschenk machen wollt oder eine Überraschung machen wollt, dann könnt ihr mal schauen, was ich denn alles so mache. Ich zeige euch mal kurz, wie hübsch dann meine Uni ist. Ist die nicht wunderschön hier? Das riecht auch. DM einen riesen Einkauf gemacht für uns geschenkt und jetzt werde ich das jetzt hier alles schön verpacken und meine Mama nimmt jetzt auf. Okay, das sind jetzt unsere Sachen. Und so, du musst das jetzt aufbauen. Ja. Jetzt sind wir komplett mit den ganzen Geschenken, Ballons stehen, Geschenk für den anderen Bruder, damit der nicht eifersüchtig wird. Geschenk für beide sind für meine Schwester eigentlich, weil das Baby checkt eh nichts. Und jetzt gehen wir zu ihr. Sevindin mi? Sevindim mi? Sevindim.